Hey, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein ganz besonderes Thema und zwar den Mundharmonika-Halter und ja, das sogenannte Rack. Und in diesem Video werde ich euch also ein bisschen erklären und darüber sprechen, warum das Spielen mit Halter durchaus kontrovers diskutiert wird in Blueskreisen. Ich werde ja so ein bisschen meine Sicht der Dinge dazu erklären. Wie kann man vielleicht sogar trotzdem bluesig spielen, auch mit Halter? Und habe hier auch meine Gitarre dabei und werde euch ein paar Beispiele dazu zeigen. Und das alles natürlich seit neuestem wie immer ohne Intro. Also starten wir sofort durch. Okay, also der Gecko Mundharmonika Halter von Seidel. Einige von euch wissen ja, ich bin auch Seidel-Endorser und nicht zuletzt deswegen habe ich diesen Mundharmonika Halter hier für euch. Ja, der kommt in so einem schönen Sack daher hier und mit ein bisschen Lektüre dabei, ein paar Gitarrenpicks hier, ja. Das zeigt auch schon so ein bisschen, in welchem Bereich der Musik wir uns jetzt hier eigentlich befinden. Das heißt, den Halter, wofür benutzt man den eigentlich? Man benutzt ihn, damit man Mundharmonika ohne Hände spielen kann, ja. Und das macht man in der Regel dann, wenn man nebenbei noch Gitarre spielt. Das heißt, ich spiele Gitarre und ich habe so einen Halter hier, damit ich hands-free Mundharmonika spielen kann. Okay, jetzt gibt es aber auch schon diese Kontroverse, denn ihr habt es auch schon in vielen meiner vorherigen Videos gesehen. Die Hände spielen aus meiner Sicht schon auch eine übergeordnete Rolle beim Mundharmonika-Spielen, ja? Es gibt viele Dinge, nicht nur das Wah-Wah, aber auch die ganze, sag ich mal, Flexibilität, wie schnell oder wie präzise ich mich bewegen kann auf der Mundharmonika, hängt für mein persönliches Spiel jetzt auch wirklich mit den Händen zusammen. Ja, ich bewege nicht nur meinen Kopf, sondern die Hände spielen dabei auch eine wirklich große Rolle. Und gerade ich würde das Ganze, ja, die Intensität des Spiels, das will ich vielleicht heute hier tatsächlich auch mal für mich selber rausfinden. Ich bin kein Rack-Spieler, ja. Ich bewege mich hier jetzt quasi in Neuland für mich und bin gespannt, ob ich ein Stück was von dieser Intensität, die ich mit dem Spielen der Mundharmonika in der Hand auch mitnehmen kann, auf das Spiel, ja, von einem Rack. Ich kann es mir immer noch nur schwer vorstellen, aber schauen wir uns das ganze Teil hier erstmal an. Das hier ist gebaut von Pete Farmer. Wer Farmer noch nicht kennt, das ist ein, ja, mittlerweile auch ein ganz guter Freund von mir, der in den USA Percussion-Instrumente für Straßenmusiker baut, die größtenteils mit den Füßen gespielt werden. Auch da, ja, gibt es eine Featured Farmer Artist Liste, wo ich auch auftauche. Das heißt, ich spiele auch seit Jahren seine Foot Drums. Der baut diese Teile und Seidel hat sich entschlossen, die zu vermarkten. Okay, hier auf der Innenseite steht, glaube ich, Farmer, genau. Und hier auf der Außenseite steht Seidel. Okay. Was ist jetzt das Besondere an diesem hier gegenüber anderen, die man vielleicht schon mal gesehen hat? Das Erste, was mir persönlich natürlich auffällt, ist dieser Teil hier vorne. Bei vielen gängigen Mundharmonika-Haltern, da hat man hier so einen Klemmmechanismus mit einer Feder und da klemmt man die Mundharmonika dazwischen. Und ich weiß nicht, vor 10 Jahren habe ich das mal probiert und was mich das Teil sofort hat wieder weglegen lassen, war ja der Fakt, dass das beim Spielen, wenn ich jetzt so ein bisschen Druck ausübe mit dem Mund, dann nach hinten durch diesen Klemmmechanismus durchgerutscht ist, quasi musste man dann so hinterhergehen und das war für mich schon ein No-Go irgendwie und dann hatte ich schon keine Lust mehr. Hier ist das jetzt ein bisschen anders gelöst. Es gibt keinen Klemmmechanismus mehr, es gibt einen Magnet und ja, wenn ich mir das jetzt mal so angucke hier, ihr habt es jetzt hier gesehen, also drauf machen, das klackt erstmal so richtig schön drauf und dann gibt es hier hinten auch so eine Art Anschlag. Das heißt, die Mundharmonika ist jetzt nach hinten hin fest. Das heißt, ich kann mit dem Mund wirklich doll von dieser Seite jetzt dort
gegendrücken. Macht man ja auch nicht immer, aber wenn es mal passiert, möchte man natürlich, dass die Mundharmonika stabil bleibt und nicht nach hinten wegflutscht. Das ist für mich erstmal, zumindest jetzt so vom Anschauen her, eine gute Lösung. Ansonsten, ja, wichtig ist natürlich auch, dass das Teil irgendwie einstellbar ist. Und ja, die Möglichkeiten hier, erstmal so fühlt sich das Teil sehr leicht an, wenn ich das jetzt hier so ummache, das ist schon mal auch ganz nett. Einstellmöglichkeiten gibt es jetzt hier, ja genau, ich kann das also, ja ich mache das jetzt hier auch alles das erste Mal, deswegen kann ich mich mal so rumdrehen. Ich kann das jetzt hier so diesen Winkel, ob es jetzt weiter weg oder weiter ran zum Mund gestellt werden soll, kann ich hier mit einer Schraube einstellen. Und das Gute ist, ich muss es dann nicht wieder neu einstellen und habe dann vielleicht einen anderen Winkel, sondern hier gibt es so einen kleinen Klemmmechanismus eigentlich. Das heißt, ich stelle es einmal alles ein und dann bleibt dieser Winkel so. Ich muss es dann nur wieder hochklappen, kann es runter machen, klappe es wieder hoch und dann bleibt es in diesem Winkel. Ich glaube, das ist ganz cool. So, jetzt von eben gerade habe ich schon so den Eindruck, dass es ein bisschen weit weg war. Dann stelle ich es mir mal ein bisschen näher dran ein, weil ich möchte wirklich nicht, wenn ich jetzt das Teil hochklappe, machen wir hier mal eine Mundharmonika drauf. Was ich nicht möchte ist, ich möchte nicht mit dem Hals so weit nach vorne. Ja? Ich möchte das eigentlich in einer komfortablen Position haben. Vielleicht sogar noch ein Stück näher ran. Ja, das sind so die ersten Dinge, mit denen man sich dann wahrscheinlich immer beschäftigt. So. So, auf der anderen Seite, sage ich mal, wenn man dann auch noch singen möchte, sollte einem dieses Teil natürlich nicht irgendwie beim Singen im Weg sein. Das heißt, was ich jetzt machen würde, ist, ich würde das Teil nicht so wirklich zentral vor mein Gesicht stellen, sondern so ein Stück weit an die Seite. Vielleicht sogar so, dass ich dann die Möglichkeit habe, hier an der Seite dran vorbei, nicht nur jetzt zu euch zu sprechen, sondern dann eben, wenn hier das Mikrofon wäre, könnte ich auf dieser Seite eben auch dann singen. Ja, das fühlt sich so erstmal ganz gut an. Okay, dann gibt es noch die Möglichkeit, diesen Winkel jetzt hier so ein bisschen einzustellen. Das mache ich auch gleich nochmal, weil ich hatte gerade das Gefühl, dass das so ein bisschen hoch steht im Mund, nicht wirklich angepasst ist da an der Stelle. Also dafür braucht man jetzt hier ein kleines Werkzeug. Ich mache das mal hier, das ist nicht der richtige. Also ein kleines Werkzeug. Dann schraube ich das hier mal los. Also ich löse jetzt hier auf der Innenseite zwei kleine Schrauben. So, und dann drehe ich das wirklich nur ein kleines bisschen und gucke mal, wie es dann ist. Ja, auch das Einstellen hier geht alles recht easy. Finde ich so jetzt erstmal ganz gut. Okay, ihr seht schon, das Ganze ist für mich auch echt neu. Also ich bin kein Rack-Spieler, ich bin einfach nur Mundharmonika-Spieler. Das heißt, die Hände fehlen jetzt und jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen orientieren. Und das mache ich natürlich jetzt erstmal, indem ich ein paar Noten spiele, die ich kenne, die ein paar Melodien vielleicht, die ich kenne. Okay, also es ist ein deutlicher Unterschied zu spüren. Das heißt also, ich bin sehr, sehr viel weniger treffsicher jetzt hier. Ich bin auch sehr viel langsamer, habe ich den Eindruck. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch natürlich eine Übungssache. Das ist für mich jetzt, fühlt sich das an, als wenn ich nicht ein neues Instrument lerne, aber einen deutlich anderen Aspekt von diesem Instrument jetzt lerne. Ja.
denke, mit ein bisschen Übung. Was mir auch gleich auffällt, ist, dass ich die Lippen lieber hier jetzt ein bisschen feuchter habe, glaube ich, damit ich weniger Widerstand habe, weil ich möchte natürlich nach wie vor einen guten Ton erzielen. Und einen guten Ton kriegen wir, das wisst ihr ja schon, indem man viel Lippe auf das Instrument macht. Und damit ich dann trotzdem ja, diesen Widerstand überwinde, brauche ich ein bisschen mehr Feuchtigkeit an der Lippe. Also, es geht auch auf jeden Fall damit zu spielen. Lasst mich noch kurz versuchen zu erklären, warum ich da eigentlich nie mit so wirklich warm geworden bin. Und zwar, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich auch die Musik von den ja, Leuten, von den Stars, sage ich mal, wie beispielsweise Bob Dylan, die hat mich nie so richtig abgeholt irgendwie. Ja, da war ich nie der größte Fan davon. Ich weiß natürlich, ich kann die Musik trotzdem respektieren, die gemacht haben. Vor allen Dingen muss man respektieren, dass Bob Dylan wahrscheinlich für die Mundharmonika selber der bekannteste Spieler ist, der diesem Instrument wahrscheinlich die größte Plattform seit jeher gegeben hat und damit alleine auch schon für die Mundharmonika viel getan hat. Und das finde ich natürlich super. Und trotzdem hat jeder seinen eigenen Geschmack musikrichtungsmäßig. Und da muss ich sagen, war ich immer nicht so der super Dylan-Fan. Aber wie gesagt, respektieren kann ich das natürlich. Okay, also was würde ich machen? Und jetzt für alle super Gitarristen da draußen. Ja, ich bin Mundharmonika-Spieler und spiele jetzt eben Gitarre aus der Sicht eines Mundharmonika-Spielers. Ich weiß, es gibt draußen auch immer viele Gitarrenspieler, die Mundharmonika spielen aus der Sicht eines Gitarristen. Und jetzt hier eben mal die andere Seite. Ja. Und was ich jetzt als erstes machen würde und machen möchte auch, ist, ich nehme mir mal eine Mundharmonika in C hier und spiele zweite Position. Und zweite Position bedeutet auf einer C-Harp, dass wir in G spielen. Das heißt, ich spiele jetzt als allererstes mal einen G-Akkord und spiele auf der Gitarre und spiele hier auf der Mundharmonika eben zweite Position, Loch 2 ziehen, Grundton ist das G. Erkenne ich schon mal, aha, das passt zusammen und ich kenne natürlich auch die Blues-Skala, die habe ich euch auch ja schon gezeigt und spiele jetzt einfach in zweiter Position zu meinem G hier auf der Gitarre mal ein bisschen rum und höre, was sich vielleicht ganz gut anhört und was sich weniger gut anhört. Ihr seht schon, die gesamten bluesigen Töne, die Blues-Skala, alles hört sich da gut an. Zweite Position, versucht es einfach mal, falls ihr eine Gitarre da habt. So. Und was ich euch dann empfehlen kann, falls ihr jetzt wirklich neu seid, ihr habt eine Gitarre, ihr könnt ein paar Akkorde greifen, dann nehmt einen ganz einfachen Song, der vielleicht auch in G gespielt wird und versucht doch mal in Cross-Harp hier jetzt dort mitzuspielen. Ich nehme jetzt einfach mal den Song, den vielleicht die meisten Gitarristen auch im Anfängerstadium schon kennen. Knocking on Heaven's Door. Ich denke, ihr kennt die Akkorde. Was ich jetzt gemacht habe, ist einfach, man kennt ja diese Gesangslinie, ja, geht ja ungefähr so. I'm gonna put my guns in the ground.
weiter. Also, und genau diese Töne habe ich jetzt einfach mal übernommen in zweite Position. Ich glaube, ein bisschen tiefer, also so. Okay, geht auch, ist nur eine Oktave tiefer. Das wäre das, wie ich das spielen würde, das gleiche, was ich sonst singe. Das ist Loch 2 ziehen. Das heißt Loch 2 ziehen, Loch 2 Halbtonbend und dann Loch 2 pusten. Man kann das so ein bisschen auffüllen noch. Ja, das ist ja ein Bending-Ton, der zweite. Ja, man kann das so ein bisschen der Gesangsstimme anpassen dann. Ja. Jetzt sind wir ja auch schon wieder wirklich beim Blues-Harp-Spielen hier. Da habe ich jetzt Loch 1 noch kurz mitgenommen. Man kann auch Loch 2 ziehen wieder mit reinnehmen. Das wäre ein bisschen noch näher am Gesang, glaube ich, wenn man das singt. Mama put, mama put my guns in the ground. Ja, ein bisschen Tremolo und sowas mit reinnehmen, dann hat man schon auch ein bisschen mehr Musik einfach, die man da an der Stelle machen kann. Man kann natürlich auch jetzt den 1, 2, 3 Akkordton nehmen, am Anfang zum Beispiel. Beim Ende natürlich auch, also das C dann hier. Guter Akkordton zum Spielen. Ich kann das C hier also als Akkord spielen auf der Mundharmonika. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Oder eben auch 1 oder 4 Pusten an der Stelle nehmen. Und genauso gilt es eben beim G hier. 1, 2, 3 ziehen oder eben Loch 2 ziehen einzeln. Und ihr seht schon, wir spielen jetzt Crossharp trotzdem und das ist eigentlich auch das Coole und das Interessante dabei. Viele Leute fragen mich immer, die schicken mir dann Tabs von Volksliedern wie diesem hier und fragen mich, wie kann ich das ein bisschen bluesiger spielen? Und eine Antwort darauf ist, und das habe ich euch im vorigen Video auch schon versucht zu erklären, transponiert die Lieder einfach von der ersten Position in die zweite Position. Und das bedeutet, dass einfach nicht mehr Loch 4 pusten der Grundton ist, sondern Loch 2 ziehen ist der Grundton, weil dann liegen die Töne, die notwendig sind, halt eher in diesem Bending-Bereich und das Ganze klingt dann einfach ein bisschen bluesiger. So wie hier jetzt zum Beispiel auch, anstatt auf einer G-Mundharmonika die hohen Töne zu spielen und in erster Position zu sein, sind wir jetzt hier auf einer C, in zweiter Position, eben auch in G, aber wir spielen eben wirklich in dem Bereich, wo die ganzen coolen Blues-Töne sind. So wie hier auch eben Loch 2 ziehen mit dem Bending als zweiter Ton. Ja, dann kann man noch so ein paar, kann man sich überlegen, ob man da ja auch Fills einbaut, also hier auch komme ich langsam durcheinander. Wenn man zu viel Neues gleichzeitig macht, kommt man natürlich auch durcheinander. Aber ihr seht schon, wenn es dann wieder von vorne losgeht, da ist ein bisschen mehr Zeit. Der Akkord wird eine,
eine Runde länger gespielt und an der Stelle singt er ja auch dieses, wenn man jetzt die Version von Guns N' Roses mal nimmt, singt er auch dieses Ai, Ai, Ai. Und ja, genau, das ist eigentlich auch was, was man versuchen könnte, mal nachzumachen. Also ihr seht, das ist eigentlich mit relativ wenig Tönen, kann man da auch schon wirklich viel Spaß mit haben. Das ist jetzt in der, ja, in der normalen Lage hier, sage ich mal, bei Loch 2 angefangen. Man kann das natürlich auch auf Loch 6 rüberschieben. Mal gucken, ob ich das jetzt hier auch hinkriege. Also, da habt ihr jetzt vielleicht gesehen, okay, also man kann auch ohne weiteres halt, ich spiele jetzt hier die Oktave, Oktavenspiel habe ich euch auch schon beigebracht, das heißt Loch 6 ist mein Grundton, die Zunge deckt dazwischen zwei Löcher ab und dann Loch 4 pusten, Loch 6, genau, und Loch 3 pusten spiele ich. Das sind also auch, das ist das G. Das ist ein bisschen tricky, vor allen Dingen auf dem Gestell jetzt hier, fällt mir gerade auf. Dieser Ton ist ein Overblow. Aber, und hier sind wir wieder beim Mythos Overblow, wo brauche ich den, warum? Hier ist wieder ein gutes Beispiel, sogar im Bereich Folk oder wie auch immer man das nennen möchte, kann man den Overblow eben gut einsetzen und dazu noch die Frage, habt ihr ihn vorher herausgehört? Also auch mit Gestell kann man Overblows spielen, gar kein Problem. Da ist es auch noch eine interessante Sache, wenn ihr eure Ohren mal wirklich spitzt an der Stelle und dann euch das anhört. Ich fange mit der Oktave an und danach spiele ich ja den Ton, der in der Mitte dieser Oktave ist. Das ist also sehr komfortabel zum Spielen. Ich muss nicht noch irgendwie hin und her mit dem Mund, sondern ich gehe einfach von breit auf spitz und spiele dann den Overblow auf der 5. Und da, wenn er da beim Overblow noch die Ohren spitzt, hört ihr, dass man den Overblow genauso benden kann, nochmal, wie ich das hier oben mache. Also all diese coolen Effekte sind da auch noch drin versteckt. Man kann das auch mit Rack spielen und ihr seht schon, ich bin gerade so ein bisschen... Ja, macht schon Spaß, muss man sagen. Das Teil selber hier ist wirklich cool, muss man sagen. Also es ist nicht so schwer, es ist also sehr komfortabel zu tragen. Die Mundharmonika ist sehr stabil da drin, das heißt, sie bewegt sich überhaupt nicht nach hinten weg. Und ja... ein paar Sachen ausprobieren, bis man auch mal was falsch macht, ja, mal ein paar neue Sachen probieren, dann geht man wieder zurück zu dem, was man kennt. Und wie gesagt, mit wenig Tönen kann man hier dann auch schon wirklich viel Musik machen. Und
Ja, ich glaube, ich probiere noch mal eine andere Sache aus, die ein bisschen schwieriger für mich natürlich auch ist. Wie gesagt, jetzt bin ich ein bisschen im Fieber hier. Also. Das braucht noch ein bisschen Übung, aber hey, eigentlich auch mit relativ wenig Aufwand, sage ich jetzt mal, das in zweiter Position genauso hingebracht. Ist rhythmisch tatsächlich, muss ich sagen, eine andere Herausforderung. Ich bin es ja gewohnt, mit Gitarre zu singen auch, ja. When the night has come. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Ja, also das ist kein Problem, aber rhythmisch ist die Mundharmonika doch eine andere Nummer. Das heißt also nicht automatisch, wer Gitarre spielt und singen kann, gerade wenn man so ein bisschen mit Picking was macht. Ich glaube, der muss vom Rhythmus her sich das Mundharmonika-Spielen dann doch wieder ein bisschen neu aneignen auch. Sonst kommt man einfach aus dem Rhythmus, was ja auch ein Lernprozess ist, ja. Cool. Also, das soll es erstmal gewesen sein von meiner Seite. Ich glaube nicht, dass der Mundharmonika-Halter, sage ich jetzt mal, mein täglicher Begleiter wird. Aber wenn ich mal irgendwie am Lagerfeuer sitze und ein Lied mit der Gitarre spiele, dann hole ich auf jeden Fall den Mundharmonika-Halter dazu. Denn ja, es ist auf jeden Fall ein Stück mehr Musik und es macht auch Spaß. Ich denke, mit ein bisschen Übung kriegt man das auch wirklich sehr gut hin, auch wenn man vorher natürlich das aus der Hand spielen gewohnt ist. Und deshalb. Jeder, der nach einem Mundharmonika-Halter sucht, dem kann ich tatsächlich den Gecko von Seidel empfehlen. Gefällt mir sehr gut. Besser als alles, was ich bisher gespielt habe. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich erstmal wieder von euch und wünsche euch viel Spaß an der Mundharmonika. Ciao, tschüss und bis bald.